So langsam wird das frisch im Nacken. Der Herbst naht, oder sagen wir mal, der Herbst ist schon da. Wann springt denn diese blöde Ampel mal um hier? Ja doch, den Bäumen sieht man es an, der zweite Herbst ist da. Den ersten Herbst, den hatten wir ja mitten im Sommer. Und so vereinzelt kommen jetzt wieder die Gelbtöne hier mit ins Spiel. T-Shirt wird ja jetzt schon frisch. Wollte gerade sagen, was macht Stieger denn? Also das, was da auf den Flaggen stand, aber da stand ja irgendwas mit Frontmäher. Ich meine, das sind so Hochgrasmäher gewesen. Ne? Aber da soll es jetzt nicht drum gehen, sondern ich wollte mal ein bisschen was erzählen zu den Unterschieden zwischen meinem alten PKW und meinem neuen alten PKW. Zum einen wäre das der BMW E46 Coupé mit der 2 Liter 6-Zylinder Maschine mit 110 kW. Das war mein altes Auto. Und zwar 150 PS, also 110 kW, das ist die allererste 2 Liter Maschine. Also das ist das Vor-Facelift Modell von März 2000 gewesen. Er hat quasi noch den alten Motor aus dem E36. Der letzte 2 Liter E36, der hat halt 110 kW. Und die erste Serie E46, also mein altes Fahrzeug, da wurde dieser Motor übernommen. Der BMW hatte zudem die Ausstattung Bleistift kaputt, also da war so gut wie nichts drin. Und so wollte ich den auch haben. Das ist genau nichts, was kaputt gehen kann. Was nicht ist, kann nicht kaputt gehen. Ich weiß auch gar nicht, was der serienmäßig drin hatte, deswegen, also ich glaube, extra war Nebelscheinwerfer vorne, Skisack, also dass die Mittelarmlehne so eine Durchweiche mit so einem Sack hat. Und ich glaube, ja, das Radio, also das Business Radio, BMW Business Radio, das müsste auch noch ein Aufpreis gewesen sein. Ansonsten weiß ich nicht genau, was das noch an Aufpreis, an Zusatzausstattung war.
ein Notrad, was ich oft gebraucht hatte, und ein kaputtes Warnhaussystem. Und so wie ich das im Gefühl hatte, das Warnhaussystem war das immer kaputt, seitdem ich den Wagen gekauft hatte. Noch nicht weiter tragisch, hat auch funktioniert. Und zum anderen wäre das der Mercedes, also das Fahrzeug, was ich jetzt gekauft habe, beziehungsweise was ich momentan fahre, zum Vergleich, ist ein Mercedes C-Klasse als 180er, und der 180er hat in diesem Fall keine 1,8 Liter, wie die alten Modellbezeichnungen das hergaben, sondern der hat eine 1,6 Liter Turbomaschine mit 4 Zylindern. Und der ist Baujahr 2014, Monat weiß ich nicht genau, müsste aber auch einer der ersten gewesen sein. Aber es ist die aktuelle Baureihe, beziehungsweise momentan das Vor-Facelift-Modell. Ich glaube W205. Ist das, ne? Ja, ich glaube schon. So, was in dem Mercedes an Ausstattung drin ist, keine Ahnung, ich kenne da auch nicht die Serienausstattung. Also das ist einmal die Linie exklusiv. Früher war das die Elegance-Serie und der hat innen drin helles Holz. Helles Holz und Teilledersitze, und die Wangen sind aus Leder, die Fläche ist aus Stoff. Und sonst, ja, was da wirklich so an extra drin ist, keine Ahnung, weil ich weiß ja noch nicht mal, was da serienmäßig drin war. Ich habe den einfach so gekauft und gut ist. Das allererste, was zwischen den beiden Fahrzeugen auffällt, der Mercedes hat keinen, also der Mercedes ist eine Limousine, der BMW war ein Coupé. Coupé 2-Türer, Limousine 4-Türer. Das erste, was auffällt, die Tür ist viel kleiner. Klar, es muss ja keiner hinten einsteigen können oder über den zurückgeklappten Sitz nach hinten einsteigen können. Weil die hintere Sitzreihe, die hat ja ihre eigene Tür bei der Limousine. Gerade das merke ich beim Einsteigen, da ist das Loch zum Einsteigen ist deutlich kleiner. Und da wären wir auch schon beim zweiten. Beim Coupé ist die B-Säule, also A-Säule ist vorne die Säule, die an der Scheibe dran ist, und B ist quasi da, wo die Tür hinten angeschlagen ist, also wo das Türschloss drin sitzt. Das ist die B-Säule. Beim Coupé ist die, bedingt durch die längere Tür, die größere Tür, ist sie weiter hinten und bei der Limousine weiter vorne. Das heißt, wenn ich einfach einen einfachen Schulterblick mache, dann gucke ich bei der Limousine genau auf die B-Säule. Das ist für die Rundumsicht nicht das Beste. Da muss ich mich erstmal dran gewöhnen, dass ich quasi nicht mehr so zur Seite gucke, sondern quasi so den Schulterblick machen muss. Das zweite große, was dann auffällt, ist die Schaltung. Gut, fällt jetzt nicht so direkt auf, der BMW, das war ein Schalter, ein Fünfgangschalter, und
Der Mercedes ist eine 7-Stufen-Automatik, Wandlerautomatik, das wäre mir ganz wichtig. Ich wollte kein Doppelkupplung, also kein Direktschaltgetriebe, kein Doppelkupplungsgetriebe, kein automatisiertes Schaltgetriebe haben. Ich wollte eine klassische Wandlerautomatik haben. Klar, der große Unterschied ist halt, beim Schalter muss ich selber schalten, bei der Automatik nicht, aber das meine ich nicht. Das ist ja sowieso von vornherein klar. Da hat wohl einer gerade die Kamera angemacht. Beim Fahren mit der Automatik, da fällt mir auf, wie sehr die Automatik immer nur reagiert. Beim Schalter konnte ich vorausahnen. Das heißt, wenn vorne die Ampel auf Rot springt, dann konnte ich langsam runterschalten mit der Motorbremse arbeiten. Zusätzlich war die Motorbremse noch viel, viel größer als die bei dem Sechszylinder, bei dem BMW, als jetzt bei dem Mercedes. Und die Automatik, die reagiert halt immer nur. Man kann nicht vorausschauen. Vorausschauend damit agieren. Wenn ich schalten will, dann schaltet die Automatik ja nicht zwingend, auch im manuellen Modus nicht. Wenn die Automatik meint, dass das keinen Sinn macht, dann schaltet die auch nicht oder, was weiß ich, wenn die gerade keine Lust hat. Das zweite, was dann bei der Automatik noch auffällt, ist, beim Beschleunigen, der Turbomotor, der hat relativ früh ist das Drehmoment da. Und der BMW-Motor, das ist ja so ein sportlich angehauchtes Aggregat gewesen. Das heißt, bis 4000 Umdrehungen ist da nichts passiert, so gefühlt. Und dann kam der so langsam und die Kraft wurde bis zum Drehzahlbegrenzer immer mehr. Bei dem Mercedes, bei dem Turbomotor ist das anders. Der hat ziemlich früh viel Kraft, aber viel Kraft bis ungefähr 4000 Umdrehungen und danach wird er nur noch lauter. Und das Drehmoment nimmt auch spürbar ab. Aber das ist halt bedingt durch den Turbo. Das merkt man gerade beim starken Beschleunigen. Automatik schaltet runter, dreht hoch und dann quält er sich bis zum Drehzahlbegrenzer oder kurz davor und schaltet dann erst. Viel sinniger ist es, beim starken Beschleunigen dann in den manuellen Modus zu wechseln und früher zu schalten, damit man das volle Drehmoment mitnehmen kann. Also da ist die Automatik irgendwie nicht intelligent genug. Die reagiert halt immer nur. Der alte BMW war ein Sechszylinder. Und diese reinen Sechszylinder-Motoren vom BMW, die sind sagenhaft laufruhig. Man spürt innen drin fast keine Vibration. Fast keine. Es wird nur getoppt durch diesen 12-Zylinder aus dem 7er. Im Gegensatz zu dem jetzigen, zu dem Vierzylinder, der Vierzylinder, der läuft sowas von rau. Du merkst, also ich merke im Bodenblech richtig, dass das richtig vibriert und richtig laut ist. Da
Es ist ein extrem störendes Geräusch. Oder ja, dieses Gefühl ist irgendwie, das fühlt sich nicht so richtig gut an. Bevor jetzt wieder Leute aufschreien und sagen, ja, hättest du halt einen Sechszylinder kaufen sollen. Ja, auch die Mercedes Sechszylinder, diese V6 Motoren, die sind auch nicht wirklich laufruhiger. Also keine Ahnung, was die Ingenieure da gemacht haben. Ein weiterer Punkt, der halt richtig heftig auffällt, ist oder Unterschied, der sich sehr doll bemerkbar macht, ist das Fahrwerk. BMW ist typisch hart, also ich hatte das, das F Standardfahrwerk drin, aber so vom, von der Grundauslegung her sind die BMW doch recht etwas straffer und sportlicher und ja, das wurde mir zunehmend unbequemer. Ich bin schon die ganze Saison, also Sommer wie Winter, bin ich auf Winterreifen gefahren, weil meine Winterreifen so eine schöne hohe Flanke von 60 oder 70 hatten. Und da ist halt einfach mehr Gummi, was abfedert. Und jetzt beim Mercedes, das Fahrwerk ist richtig schön, so wie ich mir das vorgestellt habe. Also es ist auch ein Stahlfahrwerk, also ganz normale Federn und Stoßdämpfer. Kein Luftfahrwerk oder irgendwas Spezielles. Das Bose-Fahrwerk hätte ich gerne gehabt, aber gut. Ist ein bisschen teuer gewesen und deswegen wurde es ja auch nicht gebaut. Schade eigentlich. Fahrwerk ist richtig schön, ja, Mercedes-typisch. Das ist aber auch gleichzeitig auch wieder ein Nachteil von dem Mercedes-Fahrwerk. Das ist gefühllos. Ich habe mich immer so gefragt, warum ich, wenn ich in Urlaub oder weitere Strecken mit dem BMW gefahren bin, nach 2 Stunden musste ich einfach mal eine Pause machen, weil das ist richtig anstrengend, mit dem Fahrzeug zu fahren. Das fällt so nicht auf, aber jetzt habe ich so den direkten Vergleich. Das ist Wahnsinn, der Unterschied. Klar, ich bin mal Mercedes gefahren von meinen Eltern, die Fahrzeuge, aber da merkst du schon, gut, das ist irgendwie anders, aber das wird dir halt erst bewusst, wenn du das Fahrzeug mal einen Monat lang fährst. Und so ist das halt mir auch aufgefallen. Und bei dem BMW, der ist halt, der folgt jeder Spurrille, das Lenkrad, du merkst jede einzelne Bodenunebenheit drin, das ist super, wenn man halt schnell und sportlich fahren möchte, aber für Langstreckenfahren ist das doch eher hinderlich. Und das hat der Mercedes gar nicht. Könnt ihr jetzt über so einen Huckel hier fahren wie gerade eben, und du merkst das innen drin einfach nicht. Daran ist, das merke ich gerade, wenn es nass ist, also entweder ist es das Fahrwerk oder die Reifen sind einfach scheiße, die da drauf sind. Wenn es nass ist, du merkst nicht, wenn der Grip abreißt. Ich bin durch eine Kurve gefahren, und auf einmal rutscht das Fahrzeug geradeaus. Also der Grip an den Vorderrädern ist abgerissen. Das heißt, es ging nicht links rum, sondern es ging quasi so halb links. Und das war halt schon ein Schockmoment, weil im Lenkrad hast du einfach keinen Unterschied gemerkt zu Traktion oder keine Traktion. Das heißt, du merkst auch nicht den Übergang, wenn es so langsam kritisch wird. Also, ja, das da hatte ich dann
mal kurzzeitig richtig heftig Puls gehabt. Also da, wenn du damit nicht mit rechnest, weil du es einfach nicht spürst im Lenkrad, das ist ein scheiß Gefühl. Das ist ein richtig scheiß Gefühl. Und Gott sei Dank ist da in diesem Augenblick kein Fahrzeug gekommen. Kein Gegenverkehr gekommen. Sonst hätte ich mir eine neue Nase kaufen müssen. Und vor allem, das war so eine Kurve. Ich bin mit 40 da durchgefahren und mit dem BMW, beziehungsweise mit 40 da durchgefahren, es war noch nicht mal im Regnen, war so ein bisschen feucht auf der Straße. Und zwar nicht feucht im Sinne von, dass ein paar Tropfen runtergefallen sind, es war schmierig, sondern es hat halt aufgehört zu regnen. Es hat tagelang durchgeregnet und dann hat es halt aufgehört und droppelte noch so ein bisschen, aber eigentlich nichts Schlimmes. Und mit dem Mercedes bin ich halt mit 40 da durchgefahren oder mit 45. Und dann hatte ich halt dieses Traktionsproblem. Und mit dem BMW, also bin ich im strömenden Regen mit 60, 65 durchgefahren, das passierte nichts. Also da hat man noch nicht mal gemerkt, dass die Lenkung weich geworden ist. Und wenn wir gerade schon bei gefühllos sind, die Bremse ist genauso gefühllos. Die greift ordentlich zu. So nicht, also die hackt schon ordentlich rein bei dem Mercedes, aber man hat null Gefühl in der Bremse. Man legt den Fuß auf und ja, als würde man in so einen Teigklumpen reintreten. Bei dem BMW war das so, du hattest ein schönes festes Bremspedal, einen schönen festen Druckpunkt. Das heißt, man hat im Pedal gespürt, wie die Belege auf die Scheibe gingen und dann wurde das Bremspedal auch hart. Und dann konnte man richtig reintreten und dann hat man richtig gemerkt, wie die Bremszange zupackt. Wenn man das erste Mal die Bremse antippt, wo ich das erste Mal die Bremse von dem Mercedes angetippt habe, da habe ich ins Lenkrad gebissen. Damit habe ich einfach nicht gerechnet. Also klar, die packt ordentlich zu, aber es hat null Gefühl da drin. Wo war wir gerade eben schon bei dem Thema nass waren und davor Drehmoment und Drehmomentkurve, Leistungsentfaltung. Das ist auch wieder so ein, dann kommen wir auch wieder zu einem Punkt, der, wenn man nicht schnell reagiert oder nicht weiß, was man da machen soll, das kann auch böse ins Auge gehen. Und zwar, ich bin es halt gewöhnt gewesen von dem Saugmotor, dass die Leistungsentfaltung, dass die Leistungskurve quasi so aussieht, dass das so langsam ansteigt und halt immer mehr wird. Bei dem Turbomotor, auch wenn viele sagen, das stimmt gar nicht mehr, dass moderne Fahrzeuge kein Turboloch mehr haben, die haben eins. Wenn man das 1:1 betrachtet zwischen einem Saugmotor und einem modernen Turbomotor, ein moderner Turbomotor hat ein Turboloch. Und zwar, oder eine Verzögerung, der setzt verzögert ein. Klar, Physik kann man nicht überwinden, weil die Luft, die muss ja erstmal zusammengepresst werden. Das heißt, im Moment Standgas, also in dem Moment, wo Standgas herrscht, da ist im Saugrohr bzw. in der Ansaugbrücke herrscht ein Unterdruck.
dann gibt man Gas, Drosselklappe geht auf, das heißt, es wird Luft benötigt, Luft wird reingezogen, der Unterdruck wird größer im Saugrohr. Dann fängt der Motor an zu arbeiten, also der arbeitet natürlich auch, aber dann wird Abgas erzeugt. Mit diesem Abgas wird dann erst der Turbolader angetrieben, der dann anfängt, Luft reinzuschaufeln, dass es einen Überdruck gibt. Und diesen Effekt von Unterdruck bis Überdruck, das braucht halt Zeit. Und das merkt man massiv beim Fahren. Beim Saugmotor war klar, da war immer Unterdruck. Mal mehr, mal weniger, aber das war halt, da gab es keine Veränderung in der Aufladung. Und dann ist es halt noch beim Turbo, wenn dann der Druck plötzlich massiv ansteigt, muss halt die Einspritzregelung da nachregeln, mehr Sprit bei und dann ist so viel Sprit und die Regelung, die ist halt langsam bei der Leistungsentfaltung. Wo das gefährlich sein könnte. Und zwar, wenn man abbiegt und dann in der Kurve raus beschleunigt. Früher beim Saugmotor habe ich einfach am Scheitelpunkt, so wie man es halt vom Motorsport her kennt, weil ich habe früher mal Motorsport betrieben, da eignet man sich das irgendwie an. Am Scheitelpunkt wird halt wieder Gas gegeben. Scheitelpunkt der Kurve wird halt wieder Gas gegeben. Wie beim Motorradfahren auch, damit man wieder gerade wird. Wenn ich das jetzt mit der Turbomaschine mache, das kann im Regen richtig nach hinten losgehen. Das hatte ich schon zweimal. Da ist mir das Heck ausgebrochen. Und zwar ist das halt bei der Turbomaschine so, man reintritt, also beschleunigt, dann kommt erst nichts und dann kommt es auch mit dem Vorschlaghammer. Dann fährt ihr was Großes, Schnelles hinten rein. So fühlt sich das an. Wenn du gerade durch die Kurve fährst und dann dir was Großes, Schnelles hinten reinfährt, dann bricht halt das Heck aus. Und wenn man damit nicht rechnet, ist das dann schon so eine Hickhack-Aktion. Da muss man schnell reagieren, schnell gegenlenken, weil so schnell, wie das zu spät sein kann, so schnell reagiert die Traktionskontrolle dann auch nicht. Ja, was haben wir denn noch? Da innen drin Elektronik und so kann man nicht vergleichen, weil das könnte man theoretisch in beide einbauen. Und das ist ja auch nicht Stand der Technik gewesen, CD-Radio. CD-Radio, was nur normale CDs abspielen kann, keine MP3. Und niedrig. Bevor mich dann gleich der Akku ganz verlässt, beenden wir mal das Video. Das sind auch so quasi die gröbsten Unterschiede, die mir jetzt so aufgefallen sind. Es gibt noch ein paar kleinere Sachen, aber die sind jetzt nicht so gravierend, wie zum Beispiel nach 300 Metern links abbiegen auf Kerkener Straße. Werde die Tante schon wieder dazwischen. Aber ich denke, das reicht auch erstmal für heute. Links abbiegen auf Kerkener Straße. Meine Fresse, halt doch mal die Schnauze.